Hi Leute, willkommen zurück zu Genshin Impact 5.2. Wir machen weiter mit der World Quest. Wir sollen Coco hinterher irgendwie jetzt nach oben auf das Gebäude, wenn ich das verstanden habe. Yes, we can rest a bit. Irgendwie. Ach, damit, okay. Aha. Irgendwie hoch. Na, okay. Ja, Okay, ist wirklich wie so ein Weg. Ist das der Altar des Urfeuers? Scheint aber schwer zu erreichen zu sein. Wir können hinfliegen, aber was sollen Bona und Drakiton. Also. Hallo? Hä? Ich muss doch. Ich wollte ihm schon sagen, ich musste nur zweimal Leertaste drücken. Und sie gleitet einfach so. Interessiert sie gar nicht. Sie hat nicht mal so ein Gleitsuit oder sowas an. Sie kann das einfach so. Okay, da ist ein Pyrokoloss. Falls ihr mal einen sucht irgendwo, oben am Himmel. Ah ja. Wie weit geht's noch hoch? Tja, ich lasse dich jetzt da hängen. Was willst du tun? Hat er mich verarscht? Ist einfach verschwunden.
Okay. Schmeißen die Dinger rein. Oh. Ich finde das cool, diese Sprechblasen an der Seite. Aber dieser dunkle Hintergrund für den mit dem weißen Text, der hätte man vielleicht auch ein bisschen schöner machen können. Nee, man muss nicht lenken oder irgendwie sowas. Und Diluc zieht halt seine Partikel hinterher, die wir ja mal freigeschaltet haben. Wir fliegen wirklich bis da hinten, ne? Ja. Fliegen wir zurück. Weshalb auch immer. Ich kann nicht mal hinter mich gucken. Oha. Boah, wir sind noch am Leben. Was für ein tolles Gefühl, wieder festen Boden unter den Füßen zu. Aber du schwebst. Sieht schon geil aus. Okay, dann hat die jetzt offiziell würde sein, das Finale begonnen. Den Teleporter müssen wir jetzt automatisch wieder bekommen haben. Ja. Nicht, dass wir hier irgendwas. Wie viele sind denn hier noch? Das ist kein Schiff, das ist wie eine fliegende Insel. Was seid ihr? Knisternder, mysteriöser Feuerstein. Wenn du einen Weg findest, genug Feuerstein aufzusammeln und sie in dem Altar des uralten Feuers zu werfen, wird vielleicht etwas passieren. Okay. Ich soll die klauen? Lol, er kann das nehmen.
Warte, ich drück den Knopf für dich, damit du rüber kannst. Jetzt müsste es weggehen, so klatsch. Ich habe euch endlich gewonnen, kleines Paimon und Raki. Hey Bona, wir sind so froh, dass du nicht verletzt bist. Machst du dir Sorgen um mich, Paimon? Keine Angst. Ich bin die beste Abenteurerin des Blumenfeder-Clans. So eine Situation wird mich nicht zu Fall bringen. Wie bist du hier gelandet? Nun, nachdem ich in den Wolken von euch getrennt wurde, wurde ich auf einem schwebenden Felsen geweht und fiel in Ohnmacht. Nun, ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen war, aber als ich aufwachte, befand ich mich hier. Es ist Glück, dass du nicht gestorben bist, also. Als ich aufgewacht bin, habe ich überall nach euch gesucht und niemanden gefunden. Also dachte ich, ihr seid, wie auch immer, es sieht so aus, als wird die Herde im Leben, als ihr scheint. Ich hab gedacht, wir sind abgekratzt. Hallo? Opaimon wollte gerade fragen, wie du hergekommen bist. Diese schwebenden Inseln sind alle voneinander isoliert. Bist du also hierher geflogen? Lass uns später darüber reden. Wisst ihr was? Das ist die Tona Teo, die wir gesucht haben. Wir haben es geschafft. Aber es sieht gar nicht. Aber so wie es hier aussieht, scheinen die Schätze nicht überall verstreut zu sein, wie die Legende behauptet. Könnte es sein, dass jemand anderes vor uns kam und bereits alles mitgenommen hat? Ich halte es für wahrscheinlicher, dass es überhaupt keine Schätze gibt. Die Geschichtenerzähler des Stammes haben sich das wahrscheinlich ausgedacht. Hä? Oh nein, wir sind also umsonst gekommen. Okay, da oben sollen wir hin. Ah, wie ich dachte, kennt ihr den Schlüssel des könnt ihr die Schlüssel des Abenteurers Theorie, sie besagt, der entscheidende Gegenstand, der in der letzten Phase eines Abenteuers benötigt wird, immer zu Beginn des Abenteuers erworben wird. Okay, also können wir das Ding jetzt in das Feuer schmeißen oder nicht? Mit dieser Vorrichtung können wir frei zwischen den Inseln hin und her reisen. Dann zähle ich auf euch, dass ihr die Feuersteine besorgt und wenn ihr nicht zurückkommen könnt, nachdem ihr auf einer anderen Insel gelandet seid, sagt mir einfach Bescheid.
Okay, da hat es einmal reingeschmissen, so wie ich es verstanden habe. Sie kommt von da. Ja, jetzt haben wir praktisch zwei Nebenaufgaben gesplittet. Und Draghi zeigt uns den Weg. Du hast dich da reingegraben, komm auch wieder raus und bring das Ding mit. Okay, er ist unter uns. Aber da ist noch kein Weg. Hier. Das Licht des großen Feuergottes Schalablanke weist uns den Weg und unser Sieg ist unaufhaltsam. Okay. Bewege dich. So, wir haben jetzt. Wir kommen von da und haben das gemacht. Dann muss das und das. Können wir da hin? Ich wollte eben sagen, das ist zu einfach. Kommt so ein Automata, Viech und schnappt das Ding weg.
Bitte gehen Sie da hoch. Schade. Nein. Jetzt muss ich das hier ein. Muss ich mir das hier merken, dass ich es hier schon eingesammelt habe. Super nervig. Okay, dann gehen wir los. Da links kommen wir. Ich habe gehofft, der macht da oben irgendwas hin, aber wollte nicht. Nein. Verdammt. Nee, er hat keine Treppe, keinen Steg, kein nix hingemacht. Deshalb auch immer. Frechheit. Nee, macht da nichts.
Ihr dreht so und so. Oder soll man wirklich einfach nur hochfliegen? Dann halt nicht. Da fliegen wir einfach so rüber. Ich hatte gedacht, dass es halt auch noch höher geht, weil wir sind ja auch von unten zu dem Stockwerk hoch. Aber vielleicht ist es auf dem Rückweg auch erst wieder. Dumm? Ich beantworte nicht, ich weiß es selber. Was muss ich? Hä? Ich kann mich da raufstellen und das anklicken mit Zug? Okay.
Halt mal. Hier hinten, der war oben, ne? Alles andere ist weiter unten an Teleportern. Okay. Dann mach mal irgendwas Magisches jetzt. Oh, wir haben es geschafft. Da ist doch eine ziemlich bekannte, schillernde Inschrift. Ist dies also... Hey, bei näherem Hinsehen, ist das nicht eine Goldscheibe des Ultimatums? Sie ist genau wie die, die wir damals bei der Steintafel bekommen haben. Das fällt dir jetzt erst auf. Warum hast du es Paimon nicht einfach gesagt, wenn du es schon wusstest? Moment mal. Woher wusstest du es überhaupt? Sagt Paimon aber nicht, weil du Abenteurererfahrung hast. Ein Schatz, der die Unreinheit des Abgrunds unterdrücken kann und ein Abzeichen, das Flüche und Katastrophen entfernen kann. Ja, ihre Funktion klingt auch ähnlich. Aber kann dieses Ding wirklich den Abgrund in Orkan unterdrücken? Paimon hat so etwas noch nie von jemandem aus dem Verein für Saurier-Relikte gehört. Ach ja, da die Jade der Rückkehr in Wirklichkeit eine Goldscheibe des Ultimatums ist, könnte das der Grund sein, warum der böse Drache uns verfolgt hat? Es ging also nicht um den geschmorten Fleischtopf, den Paimon am Morgen gegessen hat. Langsam ergibt alles Sinn. Aber Bona weiß wahrscheinlich nichts von der Goldscheibe des Ultimatums, oder Bona? Nein, irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin sicher, ich war schon mal hier in Tonatiuh. Und die Jade der Rückkehr. Ja, ich muss sie zerstören. Sie darf nicht in die Hände dieser Person fallen. Mbona, was ist los mit dir? Oh nein, Mbona wollte schon lange weg sein. Warum bin ich immer noch hier? Ich verstehe, so ist das also. Quas, pass auf. Komm nicht näher, das ist eine Falle. Action.
Was wollte das Spiel gerade von mir? Irgendwas mit Leertaste? Aber ich habe es nicht verstanden. Okay, er macht sich selber Damage, indem er durch irgendwelche Wände durchbricht. Okay, wir sind wieder hinten bei... Oh, Leute. Will mich flambieren? Frecher Vogel. Nö. Einmal irgendwelche Geschütztürme hat, die ihnen helfen. So. Und jetzt sind wir. Ja, okay. Also ich mache Sturzflug runter, das dauert aber sehr, sehr lange. Frechheit. Kannst du irgendwo landen? Nein. Machen wir das so. Dauert ja viel zu lange, bis man mit dem unten ist. Das ist zwar schön, aber nein. Sagt mir Bescheid, wenn wir beim Erdkern angekommen sind. Okay, noch ein bisschen. Easy überlebt. Spüre den bösen Drachen auf. Okay, ich würde dann hier noch einen Cut machen. Und dann kämpfen wir wahrscheinlich nur noch mal gegen den Drachen. Oh. Komm, ich schau, wie ich es zusammen auseinanderschneide.